Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit McDonald's aus Portugal, genauer gesagt McDelivery. Und ich habe dort einen neuen Burger bestellt. Der nennt sich Rustic Chicken Mostarda e Mel. Das ist vielleicht wie bei uns so ein bisschen der Homestyle Crispy Chicken mit Senf und Honig. Richtig verstanden. Hier gibt es einen Chicken Burger mit Senf und Honigsoße. Und ich bin so gespannt, wie das schmeckt. Könnt ihr euch noch an diesen kleinen Chicken mit der Honig-Senf-Soße erinnern? Der war so lecker. Den sollte McDonald's mal zurückbringen. Honig-Senf-Soße können die nämlich. Und ich hole den Burger hier mal aus der Tüte raus. Und dann schauen wir uns den gleich mal in Großaufnahme an. Und hier liegt der Burger auf meinem Schoß. Salat ist drauf. Und auch die Honig-Senf-Soße. Und ich sehe hier, aha, ich muss mein Portugiesisch aufbessern. Denn das scheinen mir doch hier Zwiebeln zu sein, oder? Ach du liebe Zeit, die werde ich gleich auf jeden Fall runternehmen. Hier seht ihr noch das Crunchy Chicken. Da seht ihr noch den Käse und das Burger Bun. Und ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Optisch ist er jetzt ein bisschen gequetscht, aber wie gesagt, der kommt hier im Lieferservice, war circa 15 Minuten unterwegs. Und ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Hauptsache schmeckt. Und die Honig-Senf-Soße. Die zum Glück noch auf dem Burger ist, auch wenn ich ein paar Zwiebeln entfernen musste. Die schmeckt tatsächlich genauso geil wie bei uns früher. Die ist einfach richtig lecker. Und das Chicken ist so schön saftig. Salat ist genug drauf. Käse. Er schmeckt wirklich richtig geil. Vielleicht sollten wir in Deutschland auch mal den Homestyle Crispy Chicken Honig-Senf anbieten. Oder gab es den vielleicht sogar mal und ich habe ihn verpasst? Oder getestet und vergessen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall schmeckt der hier richtig geil. Und vielleicht war das schon eine kleine Vorschau. Manchmal wandern ja die Sachen aus dem ausländischen McDonald's zu den deutschen McDonald's. Genauso wie der McPlant, den es jetzt gibt. Und der Rustic Chicken hier mit Honig-Senf-Soße ist auf jeden Fall ein Knaller. Das schmeckt richtig lecker. Auch wenn er jetzt ein bisschen zermatscht aussieht und aufgrund der Lieferung natürlich nicht mehr ganz so optisch eine Bombe ist. Aber auf einer Skala von 1 bis 10 geht der locker auf 9 Punkte, ihr Lieben. Kostet so um die 6 Euro im Lieferservice. Ich denke, beim Laden wird es 5 Euro kosten hier in Portugal. Und hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!